Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Classic Box von Bushido und Shindy. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Classic von Bushido und Shindy aus dem Jahr 2015. So sieht das Ganze aus. Wir haben hier eine recht große Box in Schwarz und Weiß gehalten. Wir haben hier einmal oben Bushido und Shindy zu lesen, darunter dann Classic, der Schriftzug halbiert. Und dann haben wir hier diese Frau mit dieser spannenden Stirn-Halskette, was auch immer. Und dann dieses C mit der rechten Hand geformt. Ansonsten hier nichts weiter zu sehen. Auf der linken Seite zieht sich das Ganze in Schwarz durch. Auf der Rückseite haben wir Credits und einen Barcode und auf der rechten Seite ebenfalls schwarz. Unter- und Oberseite ebenso schwarz und die ganze Box ist von der Gestaltung, von der Form, von der Aufmachung so eine, ich nenne es mittlerweile klassische Shindy-Box, denn sowohl Dreams als auch Fuck Bitches Get Money waren ja ebenso in diesem Format. Gut, wir machen diesen Schuber mal ab. Und dann kommen wir zur eigentlichen Box. Diese in zwei Hälften geteilt. Wir haben links Shindy, rechts Bushido stehen. Ansonsten das Ganze komplett in Schwarz gehalten. Rundum. Jawohl. Und das Ganze lässt sich dann hier mittig auseinanderschieben. Also wir machen erstmal Bushido weg. Die Bushido-Hälfte. Und dann einmal die Shindy-Hälfte. Beiden Hälften mal zur Seite. Und dann kommt als erstes mal dieses Buch hier entgegen. Nehmen wir mal kurz aus der Hülle. Dann haben wir ein Poster und das Album an sich im Super Jewel Case. Das Ganze hier in so einem Schaumgummi eingefasst. An der Seite lesen wir auch wieder Classic, halbiert. Rechts die andere Hälfte, also die untere Hälfte, ansonsten alles wieder komplett in Schwarz gehalten. Und dann haben wir hier an der Seite so eine kleine Lasche, womit man das Ganze mit diesem kleinen Stoffbändchen hier aufziehen kann. Und dann kommen wir zur unteren Etage der Box. Und zwar haben wir hier einmal Classic A Cappella CD. Das Ganze auf Tape. Ein T-Shirt. Gut, die Box von innen in Weiß. Wir machen diesen Zwischenboden mal wieder rein. So. Und nachdem hier das Tape und das Shirt noch eingepackt sind, werden wir die mal aus der Folie holen. So, das ist einmal das Tape. Fürs T-Shirt werden wir wohl kein Messer brauchen. Nein, das Ganze ist sogar schon geöffnet hier oben. Gut, wir starten immer mit dem Album an sich. Wie gesagt, Super Jewel Case, freut mich, gut gemacht. Auch hier wieder die Dame, die wir auch schon vom Boxcover kennen, von diesem Pappschuber abgebildet. Bushido und Shindy Classic. Rechter Seite, dieser Balken auf der linken Seite natürlich glatt schwarz. Dann lesen wir hier auf der Rückseite Bushido und Shindy Classic. Auf der Rückseite haben wir die Tracklist und wir haben 16 Stück an der Zahl. Auch wenn die Zahlen hier verdreht sind und es aussieht wie 19, aber das ist ja gestaltungstechnisch so gemacht worden. Wir haben drei Features, und zwar Materia, Yasha und Ali Boumaier. Wobei, um ehrlich zu sein, gibt es hier 5 Features, denn auf diesem Track ist nicht alles. Gibt es einen Hidden Track, oder ein Hidden Track ist es nicht. Es ist ein Hidden Feature, denn auf diesem Track auf Ist nicht alles werden dann auch noch Money Boy und Hustensaft Jüngling gefeatured. Dann haben wir noch Credits und Barcode. Gut. Das Ganze geht dann hier auf.
Dann kommen uns als erstes mal Tour-Dates entgegen. Schauen wir uns gleich mal an. Und natürlich das Booklet. So, also die Tour-Dates auf diesem Einleger hier drauf. Da habt ihr die ganzen Tourdaten zur Classic Tour aus dem Jahr 2016 und natürlich Merchandise. So, das Booklet ebenfalls in Schwarz und Weiß gehalten. Und dann haben wir hier die einzelnen Tracks, inklusive der Infos, wer daran beteiligt war, wer das Ganze produziert hat, plus Schwarz-Weiß-Aufnahmen der Künstler, in diesem Fall Shindy. Dann haben wir hier Bushido und weitere Tracks. Also, Schwarz-Weiß durch und durch, keinerlei Farbe in diesem Booklet. Schöne Aufnahmen und natürlich die einzelnen Tracks aufgelistet. Credits zum Abschluss, nochmals das C und auch hier wieder Classic zu lesen. So, wir machen auch wieder diesen Einleger rein. So sieht dann die Album-CD aus, Bushido und Shindy Classic, auch wieder hier Classic in Schwarz und Weiß gehalten. Und dann haben wir auf der Rückseite die Instrumentals zum Album, die Instrumental-CD. Und auch hier lesen wir wieder den Albumtitel. Gut, dann haben wir eine weitere CD. Und zwar ist das in dem Fall die A Cappella CD. Wir haben hier 16 Tracks an der Zahl. Diese natürlich dann A Cappella, sprich ohne Beat. Auch wieder in Schwarz und Weiß gehalten. Und das Ganze kommt in so einem Digisleeve in einer Papphülle. Und zusätzlich zu den drei CDs haben wir dann noch diese Kassette, dieses Tape, Bushido und Shindy Classic auf Tape, auch hier zu lesen. Habe ich hier noch ein Stück Folie oder Papier. Okay. Und dann haben wir hier noch die Credits und die Beteiligten, Bushido und Shindy Classic, hoppla. So sieht das aus. Also auf der Innenseite haben wir die Seiten beschriftet. A-Seite, B-Seite mit 9 Tracks auf der A-Seite und 7 Tracks auf der B-Seite. Und die Kassette sieht dann so aus. A-Seite, B-Seite in Schwarz gehalten. Machen wir mal wieder rein. Also an alle, die noch Walkmans oder Tape-Decks haben, kann man das natürlich dann auch auf Tape anhören. Dann haben wir ein Poster. Und wie sollte es anders sein? Auch dieses wieder in Schwarz-Weiß gehalten. Und zwar haben wir hier einmal im Querformat die beiden Interpreten. Classic lesen wir hier links Shindy, rechts Bushido mit so einem weißen Balken oben und unten. Und auf der Rückseite, in diesem Fall im Hochformat, haben wir dann wieder die Frau mit der Hand zum C. Und auch hier oben lesen wir wieder Interpreten plus Albumtitel. Also das Poster, je nachdem, wie ihr wollt, einmal im Hochformat, einmal im Querformat zu verwenden. Doppelseitig bedruckt. Und dann haben wir hier noch, wie auch schon bei Fuck Bitches Get Money, haben wir hier ein Textbuch. Ein Hardcover, schön gemacht. Haben wir hier mal eine Aufnahme von Bushido. Und dann haben wir hier die Tracks einzeln aufgelistet, Wort für Wort abgetippt, zum Mitrappen, zum Nachlesen und das Ganze unterlegt von diesen Abbildungen, die wir auch schon aus dem Booklet kennen teilweise. Also jede Menge Text und diverse Schwarz-Weiß-Aufnahmen. Gefällt mir gut und speziell auch, dass das Ganze nicht nur so ein dünnes Heftchen ist, sondern das Ganze wirklich so wie so ein Buch und Hardcover ist, lässt das Ganze auf jeden Fall hochwertig erscheinen, fühlt sich auch gut an. Und als letzten Boxinhalt haben wir dann noch ein Shirt und zwar ist dieses in Weiß gehalten und wie sollte es anders sein? Auch hier haben wir wieder das Cover, die Frau abgebildet mit dem Schriftzug Bushido und Shindy Classic. Auf der Rückseite gefällt mir gut,
haben wir hier einen Neckprint und noch hier dieser halbe Classic-Schriftzug abgebildet. Und wir haben es zu tun mit einem Stück aus dem King Bushido Shop. Und zwar steht hier kingbushidoshop.de Größe L 100% Baumwolle. Jetzt würde mich noch interessieren, ob wir hier irgendwo noch einen Zettel vorfinden. Aber ich befürchte, nein, sieht nicht so aus, wo das Ganze hergestellt wurde. Aber nicht so tragisch. Wir schauen uns das Ganze nochmal kurz im Detail an. Und so sieht das Ganze dann getragen aus. Also wir haben den Aufdruck des Covers hier komplett von der Brust bis runter in den Bauchbereich in schwarz-weiß gehalten und dann Bushido und Shindy Classic darüber zu lesen. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte T-Shirt in der Größe L, dann dieses Büchlein hier mit den Texten und diversen Fotografien. Das Poster beidseitig bedruckt, einmal im Querformat, einmal im Hochformat. Das Album als Tape. Die A Cappella CD im Digisleeve. Und natürlich das Album an sich im Super Jewel Case inklusive Instrumentals. Das alles in dieser wunderbaren Box, die ich jetzt noch geschwind zusammenbauen werde. So, mit der Pappschuhe darf natürlich nicht fehlen. So, das alles in dieser wunderbaren Box, Classic von Bushido und Shindy. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Bushido und Shindy unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.